Hallo, ich bin Valentina von Unique Fitness und heute möchte ich darüber sprechen, warum wir von einem Drill weggegangen sind, um das Single Leg Deadlift zu coachen. Das Single Leg Deadlift ist eine Hinge-Bewegung, also eine Hüftbeugung. Das heißt, es ist sowieso von vornherein schon ein relativ komplexes Bewegungsmuster. Und dann machen wir das Ganze auch noch auf einem Bein. Das macht es ungemein schwierig für viele, viele Menschen, einfach das Bewegungsmuster richtig auszuführen. Um dem entgegenzuwirken, hatten wir früher einen Drill benutzt, der sogenannte Cone Drill, wo wir uns einfach mal hingestellt hatten. Einen Tennisball oder einen Ball einfach mal in der Hand hatten und dann hatten wir das Ball, den Ball einfach nur in jedem Hütchen dann reingesteckt und wieder rausgenommen. Ziel dabei war, einfach das Bewegungsmuster zu üben. Mit der Zeit haben wir allerdings festgestellt, dass wir immer wieder trotzdem dieselben Fehler sehen und trotzdem die gleichen Sachen coachen müssen. Das heißt, obwohl das Bewegungsmuster jetzt hier in dem Fall relativ einfacher ist, hat man immer noch gesehen, dass die Menschen hier die Hüfte aufdrehen, dass sie sich hier nach vorne beugen, dass sie irgendwas versuchen zu machen, was nicht ein Single Leg Deadlift ist. Also haben wir überlegt, okay, was können wir machen, damit wir das noch einfacher machen. Und dann sind wir nämlich auf folgenden Drill gekommen. Also man würde einfach mal eine Waistline nehmen und man würde einfach mal das zweite Bein, das sonst in die Luft geht, würde man einfach mal auf den Boden lassen. Das heißt, jetzt habe ich Bodenkontakt, jetzt habe ich mal das Problem mit der Balance dann weggenommen erstmal und ansonsten mache ich einfach eine Bewegung, die genauso aussieht wie ein Double Leg Hinge, also wie eine Hüftbeugung auf beiden Beinen und würde einfach nur das zweite Bein nach hinten durchstrecken. Wenn ich das hier mache, ist es viel einfacher für den Körper, weil der Körper muss mich nicht stabilisieren auf einem Bein und ich kann trotzdem nach hinten reichen und nach vorne reichen und das Ganze dann deutlich sauberer ausführen. Das Einzige, was wir sehen als Problem bei dem Bewegungsmuster und was wir immer wieder coachen, ist, dass die Menschen versuchen, sich hinzusetzen in der Kniebeuge, anstatt dass sie nach hinten gehen in der Hüftbeugung. Sonst stimmt aber alles. Also das macht den Job deutlich einfacher. Und natürlich der gute Nebeneffekt dabei ist, dass man einfach direkt von vornherein eine Bewegung richtig ausführt, sodass man das einfach mal ins Gehirn dann einprägen kann. Probiert's aus, sagt uns, was ihr meint. Viel Spaß damit.